Mein Herr schlägt höher, wenn ich meinen bestimmten Prinz, wenn ich meinen mir bestimmten Prinz suche, sieht junger Tag. So, so. Naja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Digimon Cyberslove 2 in Hacker's Memory. Ja. Wir haben wieder Date und Nokia mit dabei. Und ja. Wir sind noch gerade ein bisschen im Training von den beiden Omnimons. Wobei das wohl kaum ein Training sein kann hier. Komm, knall die weg. Dann machst du jetzt noch das da, das graue Schwert. Und dann ist es eh vorbei. Naja. Sagte ich doch. So viel zum Training. Aber wir sind sowieso fast dort, wo wir hin wollen. Ich kann warten. Die kommt jetzt zu mir. Interessant. Luftschuss. Und Schwerschlag, genau. Nee. Einmal Angriff auf den da. Weg. Einmal Angriff auf den da. Nicht weg. Warum auch immer. Dann graues Schwert auf beide und weg. Das ist mir jetzt neu. Warte einfach noch mal hier. Die greift mich wieder an. Hat ja nur noch Batamon. Und ich kann sie in die Tonne kloppen. Und die Kombi haut rein, wie eine Bombe. So. Na dann. Kommen wir hier nach oben. Und dann mal hier nach oben. Voila. Und einmal da. Ich habe immer noch Herzklopfen. Ist es möglich? Nein, mein Prinz wäre viel stattlicher. Oh Gott, du bist doch ein Junge. Zumindest siehst du so aus. So, das habe ich ein bisschen als Warm-up angesehen. Deswegen habe ich das auch noch gerade gemacht. Im letzten Part war ich ja noch so in einem Ding drinne. Hier, Rapid Circle, aber die habe ich in die Tonne getreten. Hier haben wir noch welche, aber naja. Mache ich offscreen. Jetzt machen wir Krankenhausflure oder so. Mal schauen, ob wir hier was bekommen. Was cool für uns ist. Das ist ein Fall von Kommissar Matayoshi. Ich werde ihn kontaktieren, um genauere Informationen zu bitten. Du hast also meinen Fall angenommen. Ich weiß es zu schätzen, wie ich an der Anschlagtafel geschrieben hatte. Es ist äußerst dringend. Der Leiter des Zentralkrankenhauses ist verschwunden. Alles weist darauf hin, dass es im Krankenhaus geschehen ist. Nachdem ich das Personal im Krankenhaus befragt hatte, dachte ich, dass dieser Fall etwas für dich wäre. Frag die Krankenschwester an der Rezeption im Erdgeschoss nach genauen Informationen. Okay. Wenn dieser Fall nicht gelöst wird, muss das Krankenhaus vielleicht geschlossen werden. Seit dem Erscheinen der Digimon sind alle Krankenhäuser überlastet, weil es plötzlich viel mehr Patienten gibt. Ich muss dir nicht sagen, was für eine Katastrophe es wäre, wenn wir auch nur ein Krankenhaus verlieren würden. Darum
ist dieser Fall streng geheim. Egal was du tust, erzähl niemand von dieser Ermittlung. Okay. Frage mich, ob jemand hier etwas weiß. Ich sollte mich als erstes im Erdgeschoss umhören. Ach, du musst der Spezialist sein, den der Kommissar erwähnt hatte. Er hat es dir sicher gesagt, aber seit gestern Abend ist unser Krankenhausleiter verschwunden. Er ist zu einem Meeting nicht gekommen, dann haben mehrere Leute nach ihm gesucht, konnten ihn aber nicht finden. Er ist sehr pedantisch, hat sich aber nicht abgemeldet und seine Sachen einfach im Büro gelassen. Die Polizei sucht auch nach ihm. Er lebt allein, aber die Polizei sagt, dass er nicht zu Hause war. Wir glauben, das Krankenhaus abgesucht zu haben, aber der Kommissar meint, er könnte hier noch irgendwo sein. Er meint, er holt einen Profi dazu, der auf mysteriöses Verschwinden und andere seltsame Phänomene spezialisiert ist. Bist das du? Ungewöhnlicherweise war der Manager gestern auf der Normalstation im 12. Stock. Eine der Krankenschwestern dort muss ihn gesehen haben. Die meisten Krankenschwestern wissen noch nichts von seinem Verschwinden. Bitte sag also nichts zur Ermittlung. Ja, ja, ja. Also im 12. Stock muss ich, oder wie? Die Normalstation ist im 12. Stock. Ah, okay. Let's do this. Ich sollte mich lieber wieder an die Arbeit machen. Entschuldigung, du hast nicht den Mann gesehen, den hier der Leiter ist, oder? Ich möchte ihn sprechen. Ach, gehörst du zu den Spezialisten? Genau, bitte sag mir, wo der Leiter ist. Nein, das Ding gehört nicht zu uns. Ah, wir sind hier auch einquartiert. In diesem Ding. Ist ja übel. Wusste ich gar nicht, ob ich den Leiter gestern gesehen habe. Er ging den Korridor entlang und in das letzte Zimmer auf der linken Seite. Okay. Danach, das habe ich nicht gesehen. Ah, da komme ich nicht durch. Da auch nicht. Ah. Okay. Dieser Raum scheint leer zu sein. Die Krankenschwester hat den Leiter hier hineingesehen. Ich schaue mich darin mal um. Searchman-Medaille erhalten. Ein Fernseher, ich frage mich, ob gerade was Gutes läuft. Ist das ein Video? Jeder Kanal zeigt nur einen schwarzen Bildschirm. Was? Da steht etwas. Wenn du versuchst, ihm zu helfen, zeige ich keine Gnade. Ewig wirst du an einem Ort verwandeln, wo niemand deine Hilfeschreie hört. Oh, cool. Eine Nachricht. Beobachtet mich jemand? Die Person, die das geschickt hat, muss den Leiter entführt haben. Ich glaube, hier gibt es keine weiteren Informationen zu finden. Ich werde gehen. Was? Hier ist niemand? Gerade eben war ich doch. Es ist, als ob sie vom Erdboden verschluckt worden sind. Schau mich um, an diesem Stock ist irgendwas ungewöhnlich. Ich nehme den Aufzug zurück zum Empfang im Erdgeschoss. Moment, die. Nein, da war Erika drin. What? Täglich grüßt das Murmeltier oder was? Oder was soll das sein? Ich sollte längst beim Aufzug sein. Warum bin ich hier im Patientenzimmer? Damit kommt der Aufzug wohl nicht in Frage. Stecke ich auf diesem Stockwerk fest? Nein, ich sollte noch keine voreiligen Schlüsse ziehen. Doch, täglich grüßt das Murmeltier und das geht nicht. Das muss das Signal blockieren. Was ist hier los? Ach so, ich komme jetzt auch nicht mehr zurück, oder wie? Ja, moin.
Aus Sicherheitsgründen können die Fenster wohl nicht geöffnet werden. Wenn ich das Fenster einsteige und laut genug rufe, hört mich vielleicht jemand. Ich kann nicht einfach hier bleiben. Ein Versuch ist es wert. Wenn ich deswegen Ärger bekomme, bitte ich Kommissar Materisch um Hilfe. Ich sollte es mit meinem Pflanzentopf oder einem Rollstuhlkorridor einschlagen können. Okay. Kleben am Boden fest, sie lassen sich nicht bewegen. Und ziehen ließen sie sich auch nicht. Bizarr, es ist fast, als ob sie festgeschraubt worden sind. Ich habe versucht, das Fenster mit meiner Hand einzuschlagen, aber es hat nichts gebracht. Jetzt tut mir in der Hand weh. Die Idee mit dem Fenster muss ich wohl aufgeben, ich muss einen anderen Weg finden. Also, es funktioniert nicht mal. Okay. Die Tür geht nicht auf, die war doch vorhin offen. Ach, das fällt dir erst jetzt auf, ich stecke fest. Wenn du versuchst, ihn zu öffnen, zeige ich keine Gnade. Ewig wirst du an einem Ort wandeln, der unter Nervenschrei hört. Huch, ich hatte hier mit keinem Menschen gerechnet. Du musst der Spezialist sein, von dem die Opa-Schwester erzählt hatte. Wenn du den vermissten Leiter suchst, dann haben wir wohl das gleiche Ziel. Der Raum, der diese Tür umgibt, scheint leicht verzerrt zu sein. Geh einen Schritt zurück. Ha. Da hätten wir Entschuldigung. Mal sehen, ob wir jetzt Antworten bekommen. Okay. Immerhin, wir sind weitergekommen. Freundschaft erhalten. Yes. Beschleunigen. Dann Hochsicherheit. Dann durchmarschieren hier. Oh, Kuzu Hamon. Kann ich glauben, dass ein läppisches Champion-Demon meinen Zauber gebrochen hat? Man sollte nie ein Buch nach seinem Einband beurteilen. Ach, wie ich sehe, steckt die Maus, die ich gefangen habe, auch hier fest. Ich wünschte, du wärst im Käfig geblieben. Ihr Menschen seid so unwissentlich, ich erzähle dir, wie ich es gemacht habe. Das ist wahrscheinlich, du läufst im 12. Stock herum, aber in Wirklichkeit warst du die ganze Zeit über hier. Als deine Hand die Tür berührte, begann mein Zauber, du bist eingeschlafen und wurdest sofort hergebracht. Mit einem anderen Zauber habe ich deine Sinne verwehrt, damit du dachtest, dieser offene Raum wäre der 12. Stock. Du wurdest durch einen Zauber gefangen, als du den Raum verlassen hast. Das Zentralkrankenhaus, das du erlebt hast, bevor du das Zimmer verlassen hast, war echt. Im falschen Krankenhaus, das dir den Zauber vorgaukelt oder vorgaukelte, gab es die Tür gar nicht, aber du hattest geglaubt, dass du sie siehst und berührst. Allerdings bist du die einzige Variable, auf die ich nicht vorbereitet war, so Seriman. Du hast nicht nur meinen Zauber gebrochen, sondern auch diesen Raum gefunden und betreten. Was bist du? Ein Demon genau wie du, nicht mehr, nicht weniger. Bist du mit dieser Erklärung zufrieden? Sie genügt, bist du gekommen, um diesen Mann zu retten? Hilfe! Leider kann ich das nicht zulassen. Er bleibt hier, bis er stirbt. Deshalb habe ich diesen Ort erschaffen. Solange du hier bist, wird dich keiner je hören, egal wie sehr du um Hilfe bettelst. Du wirst hier bleiben, ganz allein bis zu deinem letzten Atemzug. Das hast du nichts anderes verdient. Warum das denn? Wir können nicht zulassen, dass du das tust, Kusaraman. Dieser Mensch mag schwach sein, aber ich bin auf seiner Seite. Ihr wollt mich aufhalten? Na schön, dann werde ich euch eben beide besiegen. Ich hatte sowieso nicht vor, euch zurückzukehren. Ich hatte sowieso nicht vor, euch zurückkehren zu lassen. Es ist euer Schicksal, hier zu bleiben, bis ihr vergammelt. Okay. Da bin ich jetzt mal gespannt, Kusuramon. Hier, Platin-Schrott. Noch stärker geht's wohl nicht, ne? Ha. Was machen wir da? Ich glaube, ich wechsle mal aus. Und zwar auf Kerubimon und Rosemon. Weil irgendwie sind die momentan ziemlich schwach dagegen. Ich meine jetzt im Gegner. Interessant. Aber das andere sich nicht halt. So. Dann in dein Gesicht, Kusuhamon. Komisches Wort.
Oh Mann. Ja gut, dann wechsle ich eben. Oder warte mal, ich guck mal, wie viel Schaden wir machen. Nicht wirklich viel. Ja, das war schon mehr Damage. Cool. So. Und jetzt wechsle ich mal aus und zwar wieder auf Omnimon und zwar die Sword-Seite. Und dann, okay. Cool, darf direkt anfangen. Ich setze mal das Spiegelbild ein. Dann Platin-Schrott. Und dann Feuerelement, ne? Heiliges Licht! Ist mir egal. Wir gucken. Ich glaube, das greift sowieso alle an. Oh Mann. Hier, es gibt eine Klatsche von Rosemond, Mann. Na bitte. Ach, du bist kein gewöhnlicher Mensch. Ich akzeptiere meine Niederlage. Du bist mir. Tu mit mir, was du willst. Ich bin auch neugierig. Warum hast du den Leiter entführt? Wenn ihr es wissen wollt, werde ich es euch erzählen. Es begann, als sich in meiner Welt ein mysteriöses Loch öffnete und ich in die Welt der Menschen fiel. Es geschah so plötzlich. Als ich landete, war ich schwer verletzt. Ich hatte solche Schmerzen, dass ich mich kaum bewegen konnte. Ich kroch am Boden entlang, um Hilfe zu suchen. Als ich dachte, dass ich bald sterben würde, kam ich zu einem Krankenhaus der Menschen. Es war niemand da. Erst später erfuhr ich, dass ich am Hintereingang war. Aber ich dachte, ich hätte endlich Hilfe gefunden. Mit allerletzter Kraft rief ich Hilfe. Wenn dies ein Krankenhaus ist, helft mir bitte. Ein Mann antwortete, wisst ihr, was er gesagt hat? Unsere Kapazität ist mit menschlichen Patienten ausgeschöpft. Wir können keine Digimon behandeln. Nur wegen euch stecken wir in dem Schlamassel. Der Leiter. Zum Glück hat mir jemand anders geholfen, sonst wäre ich jetzt nicht hier, aber den Ausdruck von Ekel auf seinem Gesicht kann ich nicht vergessen. Dieses Gefühl. Das kann kein Mensch verstehen, das Gefühl in einer fremden Welt um Hilfe zu betteln, nur um ignoriert zu werden und alleine sterben zu müssen. Darum beschloss ich, dass dieser Mann das gleiche erleben sollte wie ich damals. Deshalb habe ich zum Zimmer gerufen und den gleichen Zauber gewirkt wie bei euch, um ihn herzubringen. Ah, es tut mir leid, ich gebe es zu, ich habe es getan, hilf mir. Ich hätte nichts tun können. Mit dir scheint alles in Ordnung zu sein, aber wir müssen dich bald hier rausholen. Ich befürchte, dass du sonst aufgrund deines traumatischen Erlebens an diesem seltsamen Ort einen Zusammenbruch erleben könntest. Allerdings wirkst du nicht besonders beunruhigt, du bist sehr ungewöhnlich. Mensch, meinst du, ich sollte diesen Mann gehen lassen? Die Zone zum Auslocken ist jetzt benutzbar. Du kannst nun zur Welt der Menschen zurückkehren. Hilfe! Ich habe den Zauber aufgehoben, geh wieder in deine Welt zurück. Ich weiß nicht, ob jemand wie er sich ändern kann, aber da du kamst, um ihn zu retten, lasse ich ihn aus Respekt für dich gehen. Du darfst es, dass ich Menschen hasse, das ist es nicht. Ich weiß, dass manche Menschen nett sind. Nach dem Krankenhaus bin ich zu einer Parkbank gekrochen, kurz bevor ich ohnmächtig fiel. Was, bevor ich in Ohnmacht fiel, kam ein Mensch zu mir zu Hilfe. Ich war in einer Art Dämmerzustand und kann mich nicht an sein Gesicht erinnern oder wohin er ging. Ich wünschte, ich könnte ihm danken. Ist sicher Wissermann da gewesen, ne? Warum erzähle ich das alles? Mehr habe ich nicht zu sagen. Geht jetzt. Ich werde gehen. Wir sehen uns im Krankenhaus.
Was für ein seltsamer Mensch du bist. Tja, ich bin eben nicht normal. Ich kann dir nicht genug danken, dass du mich gerettet hast. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Ich bin noch müde, aber das wird schon, wenn ich mich etwas ausgeruht habe. Ich habe jetzt ein paar Tage Urlaub. Ich hatte schon lange keinen Urlaub mehr. Im Krankenhaus war so viel zu tun. Ich hatte einfach keine Zeit. Ich muss jetzt leider los. Der Arzt will mich untersuchen. Moment mal, meinst du, ich könnte hier helfen? Helfen? Ja, darum habe ich dich gesucht. Genau wie Kusuramon bin ich ein Demon aus einer anderen Welt. Ich bin ein Arzt, aber für Digimon. Ich kann nachvollziehen, warum du das zu Kusuramon gesagt hast. Dies sind schwere Zeiten, sowohl für die Menschen, die plötzlich ihre Welt mit Digimon teilen müssen, sowie für Digimon, die hier feststecken. Ich will etwas Gutes für die Welt tun. Ich brauche keine Bezahlung, wenn ihr zu wenig Personal habt. Wie wäre es, wenn ich aushelfe? Kommen in 3 Tagen am Nachmittag wieder. Was? Dann komme ich wieder zur Arbeit und werde deine Frage beantworten. Danke, Mensch. Ohne dich hätte ich ihn nicht retten können. Ja, ich will tun, was ich kann, damit niemand etwas Ähnliches erleben muss. Weder Mensch noch Digimon. Ich muss noch viel über diese Welt lernen. Glaubst du, es gäbe Bedarf für einen Digimon-Arzt? Wenn ich in einem großen Krankenhaus arbeite, könnte ich meine medizinisches Wissen über Digimon und Menschen am besten einsetzen. Aber ich weiß nicht, wie tolerant die Leute wären, wenn ein Digimon in einem Krankenhaus der Menschen arbeiten würde. Darum bin ich direkt zum Leiter gegangen. Findest du das seltsam? Nö. Du bist ehrlich. Wie heißt du eigentlich, Mensch? Sani, verstehe. Ich weiß immer noch nicht, wie nützlich mein medizinisches Wissen sein wird oder ob ich überhaupt hier arbeiten darf. Aber ich will die Medizin der Menschen studieren, dann kann ich später hoffentlich allen helfen. Ich sollte jetzt gehen, man sieht sich. Okay, tschüss, Osarimon. Mann. Ich weiß, dass du der Richtige für den Job bist. Danke, dass du den Krankenhausleiter heil zurückgebracht hast. Der Arzt hat ihn untersucht, er scheint ihm gut zu gehen. Er ruht sich jetzt zum Hause aus. Ich bin sicher, dass er bald wieder zur Arbeit kommt. Ein Kollege hat ihn besucht und er meinte etwas wie, ich will, dass wir alle Bedürftigen behandeln, sogar Digimon. Ich frag mich, ob mit ihm etwas geschehen ist. Naja, ein bisschen Therapiestunde, ne? Dank dir ist der Fall jedenfalls abgeschlossen. Die Bezahlung ist ziemlich schlecht dafür, dass du ein Leben gerettet hast. Das tut mir leid. Ich hoffe, ich kann auch in Zukunft auf dich zählen. Naja, ich mach's ja als Training, ne? ATL. Fall von Gefräßigkeit. Renamon kommt nicht wieder aus Asakusa, hilf mir ihn zu finden. Okay. Haben wir noch einen Digimon-Fall? Der Klient ist Teriamon. Ich werde es kontaktieren, um genaue Informationen zu dem Fall bitten. Bist du der Hacker? Danke, dass du meinen Fall übernimmst. Ich bin Teriamon. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich brauche deine Hilfe. Renamon und ein Digimon, das ich kenne, meinte, er würde nach Asakusa gehen. Seitdem konnte ich nicht mehr mit ihm Kontakt aufnehmen. Wahrscheinlich geht es ihm gut, aber in letzter Zeit war alles so chaotisch. Ich mache mir Sorgen, dass es ihm etwas verschreckt worden ist. Ich möchte, dass du es findest. Wirst du das tun? Danke. Es ist ein gelbes Digimon und sieht wie eine Füchsin aus. Ich werde auf eine Nachricht von dir warten. Okay. Ja, moin, Asakusa. Juhu. Ist sicher da drinnen, ne? Ja, ja. Ist etwas vorgefallen? Ja, etwas Wichtiges. Ein Mädchen ist verschwunden. Ich mache mir solche Sorgen. Okay. Ein vorsichtiges Digimon. Ja, ich habe es an dem gefährlichen wirkenden Ort dort drüben gesehen. Könnte es das Mädchen entführt haben? Nein. Was? Wer bist du? Tut mir leid, ich habe sehr viel zu tun. Ein Mädchen hat sich vielleicht in einem Bereich verwehrt, in dem das von gefährlichen Digimon nur so wimmelt. Ich wünschte, ich könnte ihr helfen, aber alleine schaffe ich das nicht. Ich warte auf Verstärkung. Frag jemand anderen, wenn du eine Wegbeschreibung brauchst. Okay.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass Renemann und das verschwundene Mädchen hier drin sind. Ich sollte hingehen, wo die digitale Verschiebung stattfand. Okay, let's do this. Jetzt wird's lustig. Ich sehe schon Renemann. Beschleunigen. Farmerweiterungs-Plugin. Hier sind wirklich Digimon auf Champion Level. Nicht mehr lange. Dann fehlt sowieso noch was. Nee. So. So, jetzt passt's. Immer beide Seiten kontrollieren. Da vorne muss ich jetzt nicht kontrollieren, weil ich noch da vorne gesehen habe. Passt. Was, wer bist du? Karimon hat dich geschickt, um mich zu finden. Ich kann noch nicht zurück, es muss sich hier etwas tun. Außerdem vertraue ich keinen Hackern. Oh Mann. Etwas, das es machen muss, ich frage mich, was es sein könnte. Ich folge ihm, um es herauszufinden. Ich glaube, das ist das kleine Mädchen retten, ne? Oh Mann. Dahinter gibt's ja ein Item. Juhu! Wusste ich gar nicht. Gut zu wissen. Bewusstseinsdisk. Okay. Interessant. Da vielleicht irgendwas? Nö. Da dann wieder. Medizinischer Spray. Sehr gut. Schluchz, was, wer bist du? Ein Hacker, was ist denn das? Alle machen sich Sorgen, ich will zurück nach Hause, aber die Füchsin. Sie hat mir geholfen, als ein furchterregende Schlange mich gerade eben angreifen wollte. Sie hat mir gesagt, ich soll weglaufen, aber ich mache mir Sorgen um sie. Die Schlange wirkt so viel stärker als sie. Sie hat nicht die geringste Chance. Was, du willst ihr helfen? Wirklich? Danke. Ach, sicher werde ich helfen. Werde sie in die Tonne prügeln. Zanabamon-Medaille. So, so. Intelligenter Patch. Da hinten habe ich schon mal was. Das P-Kapsel. Und da drüben gibt es auch noch was. Gut, dann renne ich da auch noch hin. Sehr sexy. Ach, das ist doch keine Schlange, das sieht man. Das wird lustig. Komm. Oder ist das Mega Sidramon? Du hast dich besser geschlagen, als ich erwartet hatte. Ja, das ist mega Sidramon. Füchsin. Du Dummkopf, ich habe dir doch gesagt, dass du weglaufen sollst. Was? Du bist der Hacker von vorhin. Was machst du denn hier? Was machst du da? Mega Sidramon. Oh, doppelte Beute, doppelter Spaß. Ja, und doppelte Vernichtung für dich, mein guter Geistbrecher. Hast du gerade meine Intelligenz geschwächt? Hast du das gerade wirklich getan? Oh Mann, das tut ihm ja gar nicht weh. Gut, dann Wechsel. Und zwar zu Kerubimon und Rosemon. Viel Spaß. Jetzt will ich ja mal sehen, was du kannst. Der Typ greift definitiv nicht mit Init an.
mein Freund. Dann mache ich das mal so. Voilà. Dann himmlisches Urteil oder so. Ich glaube schon fast, ja. Oh Mann. Ich greife sowieso physisch an, du dummes Stück Scheiße. Oh Gott, Mega Sigramon ist ja ultra bulky. Oh meine Fresse. Und tätige Blase. Aha. Komm schon. Sterbe einfach. Oh Mann. Ich probier's mal. Vielleicht kann ich was erreichen. Ja, tut schon mehr weh. Platin-Schrott. Power-Energie. Interessant. Habe ich nicht irgendeins mit einer Wirkung? Ich versuch's mal so. Cross-Counter. Und dann... Ja, ich penne ein. Wie viel macht Geierelement? 184. Das ist schon ein bisschen mickrig. Und die Power-Energie. Ah, das reicht hinten und vorne nicht. Also tanky sind sie auf jeden Fall, die Digimon hier, aber halt nicht wirklich stark. Meereswelle, die trifft alle. Nö. Oh Mann. Meereswelle. Interessant. Dann werde ich jetzt mal Item einsetzen. Nochmal dieses Ding einsetzen, aber habe ich nicht ein SP-Ding. Ah, dann mach ich es jetzt. Na bitte. Himmlisches Urteil. Und das macht einfach 74 dafür, dass es eigentlich töten sollte. Oder eigentlich fast alles tötet. So, das war's. Sollte es gewesen sein. Nee. Nur der Angriff. Blitzspeer. Ja, moin. Ja, moin. Noch halb getötet worden. Passt aber. Level up. Jo, du hast gewonnen. Nicht schlecht. Spar dir deine hohen Phrasen. Ich wurde total vermöbelt. Eigentlich, du warst fantastisch. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich konnte ja nicht einfach zuschauen und nichts tun. Wenn ich zugelassen hätte, dass dir etwas passiert, hätte ich nicht schlafen können. Nur deshalb habe ich geholfen. Aber trotzdem hast du mich gerettet. Vielen Dank, vielen Dank. Auch egal. Du kannst nicht hierbleiben. Ich bringe dich an einen sicheren Ort. Hey, du bist ja so nett. Oh Mann. Tut mir leid, dass ich an dir gezweifelt habe. Ich will gar nicht darüber nachdenken, was passiert wäre, wenn du nicht gekommen wärst. Danke.
warum ich an so einem gefährlichen Ort gegangen bin. Du hilfst mir, wenn ich meine Aufgabe noch nicht erledigt habe. Das wird nicht nötig sein. Ich habe getan, was ich tun musste. Es gibt keinen Grund, weiter darüber nachzudenken. Was ist mit dir? Du hast da ein paar ziemlich starke Digimon. Danke ihnen wirkte der Kampf einfach. Ha, definitiv. Ich finde dich sehr interessant. Bitte zögere nicht, wenn du jemals meine Hilfe brauchen solltest. Ich schulde dir was. Bis zum nächsten Mal. Lebe wohl. Okay, ein weiteres Digimon. Ich verstehe, Renamon war schon immer so. Danke, dass du ihm geholfen hast. Ich schicke dir später dein Honorar. Was? Was es hier überhaupt gemacht hat? Das lässt sich schnell erzählen. Renamon ist so hilfsbereit, dass es kein Kind ignorieren kann, dass es das in der Patsche steckt. Sobald es hört, dass in Asakusa ein Mädchen verschwunden war, kam es herbeigeeilt. Dabei ist ihm seine eigene Sicherheit völlig egal, darum habe ich mir solche Sorgen um es gemacht. Aber ich kann nicht glauben, dass es angeboten hat, dir zu helfen. Er vertraut keinen Hackern, ich bin erstaunt. Er scheint dich wirklich zu mögen. Sag ihm Bescheid, wenn du je seine Hilfe brauchst. Ich bin sicher, dass es dir gerne helfen wird. Danke schon mal. Tschüss. Du kannst jetzt Renamon zu einigen Fällen mitnehmen, ist klar. Oh Mann. Das ist ja geil, Renamon. Kann es vielleicht auch noch während des Kampfes digitieren oder was? Oh Mann. Das wird ja eine holprige Nummer. Ja, und dann haben wir im nächsten Part noch 4 kleine Missionen vor uns. Die werden wir auch noch machen. Und dann wird es eigentlich weitergehen mit den Omnimons und so. Da wird es auf jeden Fall lustig werden. Vielleicht werde ich offscreen noch ein bisschen trainieren. Ja, dann muss ich die hier noch nicht machen oder gar nicht. Also, Sersemons Verlust werde ich gar nicht machen. Wie sieht das Ding überhaupt aus? Ach so, das ist das Ding. Okay. Bis zum anderen Mal, meine Freunde. Wir sehen uns. Tödelö.